Genau, also wir wollten es als kleine Einstimmung nutzen, das Ganze. Und das, viele der Schlagworte sind ja auch schon aufgetaucht, ne? Austausch, Netzwerken, Lernen voneinander. Und darum geht es in dem MOOC. Und wir würden euch gerne einmal kurz, ganz kurzen Überblick über den MOOC geben und gehen dann im Verlauf dieser Session nochmal auf die einzelnen Wochen ein und auch auf speziell das Thema Netzwerken und Austausch, Lernen. Wie kann ich am besten lernen und mich austauschen in der Woche über die einzelnen Themen, die da kommen und die Inhalte? Genau, Sandra, kannst du einmal kurz den MOOC-Überblick teilen für alle? Und jetzt ist es auch schon da, oder? Fragezeichen. Super, ja, ich sehe es. Vielen Dank. Das ist auch schon quasi die wichtigste Seite für den ganzen MOOC, die ihr hier seht. Also bei allen Fragen rund um den MOOC, hier kriegt ihr die Antworten und Zugänge etc. Also ihr seht hier auf der Seite in der Tabelle alle Veranstaltungen, die während des MOOCs stattfinden. Wir befinden uns jetzt heute beim Kickoff. Hier seht ihr auch den Zugangslink, den habt ihr auch über den Newsletter erhalten, den ihr bekommt über die Anmeldung. Falls ihr den auf der Schnelle in euren tiefen Weiten eures E-Mails-Passwort nicht findet, auf dieser Seite findet ihr immer den Zugangslink und auch jeden Freitag wird der Zugangslink für die kommende Woche freigeschaltet. Das ist eine eigene Homepage pro Woche, MOOC-Woche pro Unternehmen, wo dann die einzelnen Themen und Veranstaltungen der Woche von den Unternehmen bereitgestellt werden, also eigene Homepage, wo auch die Kommunikation und der Austausch mitunter stattfindet. Das heißt, wenn ihr mal nicht genau wisst, wo ich was finde, kommt einfach immer auf diese Homepage. Die hilft euch weiter. Weiter unten findet ihr auch noch Informationen zu welchen Hashtag wir benutzen, wie wir lernen können und uns austauschen können während der Woche. Gehen wir gleich jetzt hier im Meeting auch nochmal drauf ein. Aber falls ihr euch nicht mehr ganz erinnert, dann diese Homepage hilft euch weiter. Das ist quasi der Co-Learn CL MOOC 24, diese Seite. Als Ergänzung, also wenn ihr dann quasi auf dieser Hauptseite seid, wird alsbald, also nach diesem Kickoff hier auch bei SpiritLink zu dieser Website von SpiritLink zur Woche 1 verlinkt. Also ihr kommt immer auch von dieser Seite auf diese extra Unternehmens- und MOOC-Seiten der jeweiligen Wochen. Der ist jetzt noch nicht drin, der Link, aber den machen wir dann mit rein. Genau, heute Nachmittag wird er mit aufgenommen. Ja. Genau, also ihr erhaltet auch nochmal, also ihr behaltet alle Informationen auch per E-Mail über den Newsletter. Zusätzlich wird hier alles bereitgestellt und natürlich auch, wenn ihr in verschiedenen Communities-Netzwerken unterwegs seid, da streuen wir natürlich auch immer Informationen. Das heißt, mehrere Wege führen zum Glück. Was wir jetzt machen werden, ist euch einen kleinen Einblick geben in die einzelnen MOOC-Wochen. Wir haben 4 und eine Ergänzungswoche. Jedes Team stellt jetzt, der einzelnen Woche stellt jetzt kurz vor, was in der Woche stattfindet. Und dafür führen wir so eine Art kurzes Interview, kurzer Pitch der Woche. Und wir starten in der Reihenfolge und das wäre jetzt SpiritLink, weil es nächste Woche startet. Und da würde ich gerne den Jochen Robes, ich fange jetzt mal hier mit dem Du, halb du, sie an, aber genau. Ja, gerne. Aus dem Co-Learn-Team, ja, einen kurzen Einblick zu geben. Sehen wir dich? Jetzt müssen wir einmal den Jochen gerne auch ins Spotlight, wenn ich darf. Ja. Wenn ich was tun kann, ruft es mir zu. Ich kann die Beleuchtung hier hochfahren im Zimmer. Du sollst still sitzen, damit sie dich ins Spotlighten kann. Da ist er in seiner vollen Pracht. Wundervoll. Ich glaube, das Licht ist ausreichend. Ich zappe nicht rum. Genau. Ja, herzlich willkommen in die Runde. Also wie gesagt, mein Name ist die Jochen, hat Lisa schon gerade erzählt. Und die Cornelia Dietz von SpiritLink lässt sich entschuldigen. Die konnte leider heute oder kann heute leider nicht. Ich betreue sie so ein bisschen und sie hat mich gebeten, hier Rede und Antwort zu stehen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Was erwartet uns nächste Woche? Wir haben erst so ein bisschen, also SpiritLink, ich fange mal ganz vorne an. Wer es noch nicht gesehen hat, ist eine kleine Agentur, 60 Mitarbeitende im Bereich Healthcare, Kommunikation, Marketing. Und da sind wir in Erlangen, da sind wir in so einen ersten kleinen Austausch eingestiegen, haben überlegt, okay, welches Thema könnte denn für unseren MOOC hier spannend sein? Was könnte denn so die Verbindung auch sein zu Future Learning Organization? Wir haben uns natürlich das Stichwort KI sofort zugerufen, viele kleine Projekte
Dann haben wir so im zweiten Anlauf geschaut, wo ist denn so ein roter Faden, der diese ganzen verschiedenen kleinen Projekte und Aktivitäten verbindet, und sind dann beim selbstorganisierten, selbstgesteuerten Lernen hängen geblieben. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen im Titel wieder. Jedenfalls war das zumindest unsere Hoffnung, als wir den mal aufgeschrieben haben. Und würden gerne so aus der Sicht einer Agentur im Vergleich zu DATEV, und wir haben noch NBW hier in der Runde, ist es ja wirklich ein kleineres Unternehmen mal, ne? Also ein kleineres Beispiel, schauen und hier mit der Runde auch überlegen, wie findet dort Lernen statt? Also auf der einen Seite spielt natürlich selbstorganisiertes Lernen dort eine ganz starke, große Rolle, weil es ein sehr dynamisches, agiles Geschäft ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erwartungen des Unternehmens, gibt es eine Strategie. Also möchte man natürlich auch irgendwo hin am Ende des Tages. Und Thema wird sein, wie man diese beiden Geschichten unter einen Hut bringt. Und da werden die Kolleginnen Beispiele mitbringen. Das wird am Montag beginnen. Lisa, du unterbrichst mich bitte. Ne? Ich erzähle sonst einfach mal so was und wenn das nicht zielführend ist, so, das wollte ich hören. Das wollte ich hören, dann fahre ich einfach mal kurz fort. Wir haben so 2-3 kleine Boxenstops definiert. Montag natürlich mit der Vorstellung. Ich denke, da wird die Cornelia Dietz mit einem Kollegen kommen und mal das, was ich jetzt nur in ganz kurzen Worten erzähle, ein bisschen breiter vorstellen. Also auch so ein bisschen, was bedeutet Lernen halt für eine Agentur, und da auch, ich denke, so aus der Praxis ein bisschen was erzählen. Auch wer sich drum kümmert und wie man das Ganze halt individuell auf Teamebene, auf Unternehmensebene unter einen Hut bringt. Dann haben wir vor, am Dienstag und Mittwoch nochmal kleine Stops einzulegen, also nochmal einzuladen zu kleinen Runden, wie wir sie hier heute auch haben. Ich gucke gerade mal hier so meinen Spickzettel. Wir haben auch schon die Themen definiert. Also es wird dann am Dienstag mal das Beispiel KI sein, um dann, wie gesagt, sowohl das Thema als auch das Format, also die Art und Weise, wie eine Agentur so ein Thema angeht und mit welchen Lernformaten sie das rüberbringen will, da mal Einblicke zu bekommen. Und am Mittwoch dann auch nochmal eine Einladung um 11.30 Uhr sehe ich Transfer von Lernergebnissen. Also wie bringe ich so ein bisschen das Projekt Wissen in die Organisation rein? Und beides oder alles drei, wenn ich den Montag dazu nenne, sind Einladungen an die Runde. Also es wird jeweils einen Impuls geben und der wird dann schließen mit der Frage, was gibt es noch für Erfahrungen in der Runde? Also wie geht ihr die Probleme an, die Herausforderungen an? Wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, wenn ihr auch mit einem 60 plus minus Mann-Frau-Unternehmen unterwegs seid, wenn ihr an ähnlichen Formaten arbeitet. Ich denke, das eine oder andere wird auch nächste Woche mit einer Frage einfach schließen. Also wie geht's weiter? Wir wollen das gerne machen und was für Erfahrungen gibt es hier in der Runde, um ein Thema oder eine Herausforderung anzugehen? Und ja, ich glaube, jetzt habe ich schon das Wichtigste fast gesagt. Am Montag wird mich wahrscheinlich die Cornelia korrigieren und sagen, alles falsch, was denn? Nee, das hoffe ich natürlich nicht. Aber das ist so der Plan ab Montag. Ja, super, vielen Dank. Also viele Fragen, die ich hatte, haben sich für mich jetzt, da habe ich ein gutes Bild gewinnen können. Also vielen Dank. Und ich bin auch ein bisschen neugierig auf nächste Woche. Was da zu Recht, kommt. Zu Recht. Ja, freue ich mich drauf. Ja, vielen Dank. Ich würde dann weitergeben an die Woche danach, also die zweite MOOC-Woche. Da würde ich Marcel Kirchner bitten, der präsentiert oder gibt einen Einblick in die Woche aus der Perspektive, da findet DATEV präsentiert die Woche und gestaltet die Woche, und Marcel gibt aus der Co-Learn Gruppe quasi einen Einblick, weil er mit denen eng zusammengearbeitet hat. Also, handing over to you. Sehr gerne. Vielen Dank, Lisa, für die nette Überleitung. Und ich bin auch ganz froh, dass der Christian mit dabei ist von der DATEV. Den setze ich auch mal blind ins Spotlight, wenn es okay ist. Auch, du musst noch nichts sagen, aber ich mache den Erstaufschlag und dann übernimmst du gerne. Und zwar, das Titelthema bei der DATEV wird sein, DATEV lernt meets Big Picture. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Paradebeispiel für Future Learning Organization,
weil sich bei der DATEV ganz viel, viel bewegt. Also sie transformiert sich grundlegend, sie probiert ganz viel aus in Dialogformaten und Experimentierräumen wird da gestaltet, nicht nur im internen, sondern auch im Austausch mit Dritten, weil das auch genossenschaftlich organisiert ist und man will dann auch mit den Kunden auch viel stärker im Austausch sein, als das vielleicht jetzt bei uns, bei Conti zum Beispiel der Fall wäre, dass man das so offensichtlich macht und auch transparent macht und es ist wirklich Role Model. Man merkt, dass die DATEV sich da sehr öffnet, ganz neue Lernräume auch begleitet. Und ich finde das mega spannend, deswegen bin ich auch froh, dass ich da Pate sein darf und das ein bisschen begleiten kann. Und würde einfach sagen, Christian, beschreib doch nochmal ein bisschen genauer, was ihr da im Moment wahrnehmt und warum das Big Picture so wichtig ist bei euch. Vielen Dank, lieber Marcel. Die Freude ist ganz unsererseits. Role Model klingt ein bisschen komisch. Ich habe von Simon Dückert gelernt, dass jede Organisation eine lernende Organisation ist. Und was wir gerne mit dieser wunderbaren Community in der Woche austauschen wollen, ist, wir haben nach 50 Jahren Strategiekommunikation erstmals mit so einem Wimmelbild versucht, im letzten Jahr unsere Organisation auf eine Zukunftsorientierung auszurichten. Und die Kollegen werden am Montag nach dem Start um 13 bis 14 Uhr dieses Wimmelbild auch noch mal intensiver erklären. Und dann möchten wir gern unsere Lernaktivitäten, die manche von euch vielleicht schon kennen, die auch schon seit vielen Jahrzehnten, nicht nur in den letzten Jahren, wollen wir die auf den Prüfstand legen, ob die für diese Zukunftsorientierung wirklich hilfreich sind. Und dazu zählen zum Beispiel so Großformate wie das DigiCamp, aber auch unsere mobile Ausbildung, die am Dienstag eine Ask Me Anything Session machen, weil wir eben lernen, dass hybride Ausbildung ganz neue Herausforderung ist. Unsere Auszubildenden sind nicht mehr alle vor Ort und wie gehen wir damit um? Einer der großen Themen aus dem letzten Jahr. Am Dienstag wollen wir auch das Thema Lernamigas, also dass wir dezentrale Professionals haben, die bei den Fachbereichen das Thema Lernen ein Stück weit unterstützen. Auch eine Entwicklung aus den letzten Jahren möchten wir gern diskutieren. Und ich möchte gerne das DigiCamp diskutieren und auch herzlich dazu einladen, nicht nur vorher mit uns drüber zu reden, sondern auch im März mit dabei zu sein. Am Mittwoch wird Peer Learning, Jochen, ganz spannend, finde ich, enger Punkt zu Spirit Link, wir werden am Mittwoch das Thema Peer Learning machen. Ihr habt gesehen, wir haben von der Telekom das Lex geklaut und nennen das, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, WDW. Und wir möchten das am Mittwoch spielen und wir laden ganz herzlich ein zu einer Session. Ich werde eine Session im WDW anbieten zum Thema Lernpfad digitales Ökosystem, also zu einem der OS-Lernpfade, die wir im letzten Jahr pilotiert haben. Und ich lade herzlich ein, auch mit dem Ziel, möglichst viele in unsere nächste Learning Circle Experience zu gewinnen, weil wir da nicht alleine lernen können, sondern nur zusammen. Und der Donnerstag steht unter dem Thema KI. Wir haben einen Promptathon jetzt in der nächsten Woche und möchten die Erfahrung mit dem Promptathon mit euch teilen. Das wird der Donnerstag sein. Sehr gut. Wow. Vielen Dank, Christian. Also ich glaube, ein reichhaltiges Portfolio in dieser Woche, vor allen Dingen auch so gut wie jeden Tag eine Live-Session, das finde ich auch total löblich, das ist hammergut und sodass man, als, wenn man möchte, ne, immer im direkten Austausch sein kann. Gleichzeitig haben wir natürlich unter den Co-Learn-Seiten dann auch immer den Discuss-Button, dass man auch Kommentare hinterlassen kann, eher in asynchroner Form. Aber vor allen Dingen finde ich spannend, dass es wirklich so der Learning-Circle-Aspekt auch mit drin ist, dass wir miteinander und gemeinsam lernen und dass das in der DATEV-Woche auch deutlich wird, mit dem Höhepunkt am Mittwoch in der WDW-Session und dann aber auch mit dem KI-Tag nochmal, dass wir da auch mal in Richtung Prompting gucken und damit auch einen ganz guten Bogen, wenn wir am Freitag reflektieren, in Richtung EMBW schon so hervorschielend zeigen können, weil da ist nämlich das Schwerpunktthema KI dann. Aber das hören wir dann bestimmt auch gleich, es sei denn, du hast noch ein, zwei weitere Fragen an uns, Lisa. Fehlt dir noch eine Info, die wir noch mitgeben sollen? Ich fand, es war sehr reichhaltig. Ich habe mitgenommen, dass es auf jeden Fall sehr viel auch stark ums Peer-Learning und auch Austausch wieder geht. Natürlich mit den neuesten Entwicklungen und Dingen, die uns beschäftigen. Und ich bin auch sehr gespannt, was da kommt und bin auf jeden Fall dabei. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank schon mal. Ja. Ja, dann nehme ich doch die wunderbare Überleitung, die Marcel mir geboten hat und würde dann, genau, er ist ja schon im Spotlight, Joachim Heidecker, herzlich willkommen. Ich hoffe, das ist okay mit dem Spotlight. Bei mir ist kein Spotlight, deswegen ist alles gut. Ich hänge immer noch klein, rechts unten, ich sehe nur dich in voller Schönheit und voller Größe. Merci. Ich habe jetzt nur das... Ja. Ja, bitte? Nein, erst die Dame. Das ist so höflich hier heute, das ist der Hammer.
Ja, ich bin nur quasi die Randfigur. Also bitte sag, was du sagen wolltest. Vielleicht stehen ein bisschen unter Druck nach den beiden umfangreichen Vorreden von beiden Jochen da vorgelegt, die beiden anderen da vorgelegt. Alles Gute. Ich kann also gerne ein paar Fragen stellen. Was hältst du davon? Komm, wir machen das mal mit den Fragen. Du hast dich vorbereitet. Ja. Ich möchte das nicht ignorieren, dass du dich vorbereitet hast wie meine Vorredner. Ich nutze die Chance, dass du das gemacht hast. Ja, vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Sehr gut. Danke. danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu präsentieren, was irgendwie vorhat in der dritten MOOC-Woche. Und meine Frage wäre, wo sind denn die, oder aus welche Sicht hat denn die EnBW auf das Thema Future Learning Organization? Also warum habt ihr euch entschlossen, da mitzumachen bei dem MOOC? Wir werden nur einen ganz kleinen Teil zeigen, was wir da in KI machen. KI ist bei uns schon eine ganze Weile Thema. Wir gehen tatsächlich auf den Arbeitsplatz und auf den Lernarbeitsplatz in dieser Woche ein. Und werden nicht das ganze Portfolio KI zeigen, weil das ist bei uns gerade groß und mächtig und hat riesig Fahrt bei uns. Wir werden am Montag starten mit Einblick geben. Wir testen und evaluieren gerade den Copilot von Microsoft. Da würden wir gerne mit euch teilen, wie wir da vorangegangen sind bei der Pilotphase. Also wir evaluieren noch. Ihr seht etwas, was keiner im Konzern sonst sieht, außer der Pilotgruppe. Also ihr wisst danach mehr als die EnBW. Wir wollen da einen Einblick geben. Und warum ich mich da gemeldet habe, an der Woche mit dran teilzunehmen, was mit Future Learning auch zu tun hat, ist, wir wollen die Evaluationsphase mit einem LernOS begleiten. Das würde ich dann gerne vorstellen. Wir glauben nicht, dass Schulungen notwendig sind, klassisch. Wir glauben, Einzelkämpfer nicht zielführend ist, sondern tatsächlich in der Gruppe lernen. Und dort haben wir ein 4-wöchiges Modul entwickelt. Und das würden wir euch gerne vorstellen, mit euch diskutieren, ob das für euch was ist, was ihr für ein Feedback habt. Am zweiten Tag gehen wir her. Das hat wenig mit KI zu tun, sondern tatsächlich mit dem Thema asynchrones Arbeiten. LernOS ist auch asynchrones Arbeiten. Also wir geben was raus und das Team arbeitet irgendwann oder lernt irgendwann. Und wir haben ein sehr großes Projekt gehabt während der Corona-Zeit, Best Work. Und das funktionierte nur, weil wir von Anfang an auf asynchrone Zusammenarbeit gesetzt haben. Da würden wir euch gerne einen Einblick geben. Das ist jetzt abgeschlossen zum 31.12. Das ist rund. Ich glaube, das ist ganz spannend, wie man Großprojekte in großen Unternehmen mit, wir haben 1.000 Gruppen da durchgeschleust, 15.000 Mitarbeiter. Ich weiß, es gibt hier Unternehmen, die sind größer. Aber 1.000 Gruppen ist schon mal eine Anzahl. Und das würden wir euch gerne einen Einblick geben, nachdem das Projekt jetzt abgeschlossen ist. Finde ich ganz spannend. Mache ich mit einem externen Berater, mit einem Kollegen zusammen, der bei uns ganz intensiv mitarbeitet. Und da können wir gut was zeigen. Und am Mittwoch wird der Tim Friebe vom Lernwerk, und da gehen wir tief in das Prompting rein, der ist auch beim Promptathon nächste Woche mit dabei, wenn ich es richtig weiß, Christian, gell? Der hat mit LernGPT im Lernwerk eine Plattform geschaffen, wie man zusammen prompten kann. Also synchron, gemeinsam. Wir könnten jetzt hier gemeinsam an die KI Fragen stellen. Ich finde das ein total spannendes Tool. Das baut er gerade wie wild aus. Und das wäre dann bei uns der Mittwoch, wo er euch das präsentiert. Super, Donnerstag, vielen Dank. Marcells Händchen habe ich unten mal gesehen. Gilt das noch? Oder? Ja, das gilt noch. Ja, gerne. Okay. Ich habe tatsächlich eine Frage gehabt zu dem Einstieg von dir, Joachim. Wie habt ihr das aufgebaut? Habt ihr euch an dem LernOS KI-Leitfaden orientiert oder habt ihr ganz eigene Module entwickelt? Weil du sagst so in vier Wochen Rhythmus oder 4 Wochen wahrscheinlich eigenes. 4 Module, ne? Und sehr ganz cool. Was Eigenes und komplett auf den Co-Piloten abgezogen. Okay. Und es geht um die Evaluierung. Also wir haben uns nicht entschieden, viel Geld an Microsoft zu überweisen, sondern wir sind in einer Pilotphase, so wie viele Unternehmen. Und da würde ich euch gerne einen Einblick geben, wie wir da rangehen. Ich kann auch in die Evaluation euch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie das ausschaut, was wir dort fragen und wie wir dann zu einem Ergebnis kommen. Das kann ich euch gerne zeigen, wie unser Weg dorthin ist in einem digitalen und KI-gestützten Arbeitsplatz. Wir haben ihn noch nicht. So, also, aber ich glaube, den haben viele noch nicht so in der Form jetzt. So sieht es aus. Klasse, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also ich habe mir mitgenommen, große Themen KI und quasi im Working Out Loud Prozess, also noch raw und offen für die Zusammenarbeit und die Köpfe aller und einfach zusammen lernen. Das sind so Schlagworte, die ich mir für die Woche jetzt mal notiert habe. Vielen Dank.
Hast du noch etwas zu ergänzen? Oder nicht, schweigen Sie. Ich freue mich auf die 4 Wochen. Ich hoffe natürlich, an vielen Terminen dran teilzunehmen, weil ich habe in der Vergangenheit schon dran teilgenommen. Es ist einfach ein tolles Austauschformat und ich bin das erste Mal Anbieter. Ich weiß nicht, es fehlt noch die Hälfte, 90% fehlen noch an Inhalten. Also insofern, ich bin da sehr gespannt und freue mich da total drauf, auch in den Diskurs mit euch zu gehen. Und tatsächlich, mein Wunsch ist, mit euch das nicht nur vorzustellen und abzuklatschen, sondern tatsächlich zum Diskurs auch zu stellen. Und sind auch dabei, uns zu überlegen, die ein oder andere Aufgabe an euch mitzugeben. Und da freue ich mich gerade sehr drauf. Und wir sind mitten in der Pilotphase, in der Evaluierungsphase, also es deckelt auch noch oben drauf, aber das ist schön, weil man so richtig intensiv im Prozess ist. Super, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch und bin sehr gespannt. Danke für deine Zeit. Sandra, ja, Sandras Händchen. Ich sehe gerade im Chat, ist die Frage gestellt worden, in Woche 3, welche Uhrzeiten? Habt ihr das schon feststehend? Wisst ihr das schon? Wenn nicht, dann kommt die Information noch. Ja, aber ich wollte wenigstens gefragt haben. Ich gucke mir, wie es der Jochen für nächste Woche gemacht hat. Daran werden wir uns orientieren. Okay, aber die Informationen findet ihr auf jeden Fall dann im Miro-Board. Ja, ja. Das zeigen wir euch auch noch. Und dann auch natürlich auf der Webseite, die ihr ja noch gestaltet, Joachim, ne? Ja, ich bin da tatsächlich gerade wegen der Evaluation ein bisschen hinten dran. Aber bis dahin ist alles fertig. Also was man vielleicht noch sagen kann, das ist ja immer, jede MOOC-Woche ist gerahmt von einer Auftaktveranstaltung montags und einer Endveranstaltung am Freitag. Also das könnt ihr euch schon mal notieren. Genau. Das ist montags um 13 Uhr und freitags um 13 Uhr. Genau. Könnt ihr euch einfach für die 4 Wochen fortlaufend in eurem Kalender blocken, würden wir auch empfehlen. Mit dem Link, Zugangslink, ist der gleiche wie heute. Und dann habt ihr das schon mal in eurem Kalender. Die anderen Termine, die folgen dann noch. Genau. Dann vielen Dank für den Einblick in die Woche 3. Dann last but not least die letzte Gruppe. Und da würde ich doch gerne den Ralf Kohl bitten von der Techniker Krankenkasse. Danke, im Spotlight. Hallo. Hallo. Darf ich dich bitten, einen kleinen Einblick zu geben in die Woche, die ihr vorbereitet, die 4. Woche. Also was euch zu dem Thema Future Learning Organization bewegt und wie ihr zusammenarbeiten wollt mit den Teilnehmenden. Also die Fallhöhe wird ja immer höher, ne? Nachdem es auch noch Joachim da vorgelegt hat. Aber für uns, denke ich, wir haben auch ein gutes Programm zusammengestellt, weil wir unterhalten uns jetzt viel über neue Formen des Lernens, KI kommt rein, jeden Tag kommt irgendwas Neues auf und wir sind ein Unternehmen mit 72 Standorten in Deutschland als Krankenkasse. Wir haben kleinste Lokationen, wir haben große Lokationen mit über 500, über 1000 Beschäftigten. Ja, so. Und die Frage, die sich bei uns stellt, ist im Endeffekt, wie nutzen wir diese ganzen Tools sinnvoll? Ja, wie kriegen wir haben uns auf den Weg gemacht im Thema Future Learning. Wir haben die letzten Jahre sehr viel bewegt, haben uns auf den Weg gemacht, eine neue Lernkultur zu schaffen, viele Dinge neu zu machen, das Thema ko-kreatives Lernen schon anzudenken. Aber wir stehen immer noch so vor dem Begriff Lernen und Arbeiten. Das sind bei uns immer noch 2 Begriffe, die nebeneinander stehen. Und damit haben wir immer das Thema der Produktivität, die da mir einzahlt. Und ich möchte mit euch gerne in dieser Woche nochmal so gucken, wie können wir unsere Mitarbeitenden mitnehmen auf dem Weg, den wir genauso gerade beschrieben haben, den ganzen tollen Tools, die es gibt und die es bestimmt auch Spaß macht zu nutzen. Ja, die nutzen wir im Großen und Ganzen auch. Machen erste Erfahrungen auch damit. Wir schaffen einen Rahmen und haben einen guten Rahmen, aber wir brauchen ja auch, wir achten auf die Kompetenzen der Zukunft. Wie können wir die Mitarbeitenden mitnehmen? Wie können wir Lernen und Arbeiten noch näher zusammenbringen? Darum ist der Begriff auch bei uns arbeitsintegriertes Lernen geworden. Und zu gucken, welche Rollen gibt es da, was für die Herausforderung für Führung, was ist die Herausforderung dann für die Arbeit, die wir gestalten. Und auf diesem Weg möchte ich euch gerne mitnehmen und haben diese Woche dann so unter verschiedene Überschriften gestellt, wo wir auf die Veränderung reingucken wollen. Und das wird erstmal der erste Weg sein. Ja, danke dir. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einblick und ich glaube, es geht ja auch wirklich vielen so. Also es sind ja auch
wirklich die Themen, die, glaube ich, unabhängig von Unternehmens- oder Organisationsgröße, es ist ja auch immer auch wirklich eine Kernfrage, wie man das gut zusammenbringt. Oder ist es nicht das Gleiche? Das sind ja auch philosophische Fragen am Ende. Ja, also finde ich super spannend. Worauf können sich denn die Teilnehmenden in der Woche freuen, besonders? Also hättest du da irgendwie so ein, was wäre für dich so dein persönliches Highlight, was du teilen würdest? Also freuen können die Teilnehmer erstmal, dass wir natürlich sehr gut darstellen können, welches Lernökosystem wir denn mittlerweile schon nutzen, so als Practice von uns, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben. Freuen können sich die Teilnehmer natürlich auch auf einen intensiven Austausch zu den einzelnen Schwerpunkten, die wir haben. Also es ist nicht so, dass wir was davon abgreifen. Ich glaube, das ist für viele Firmen interessant, auch zu gucken, wie können wir das Lernen bei uns noch besser gestalten und näher an die Arbeit herankriegen. Weil, wie gesagt, die Tools sind alle da, sind alle sehr gut. Wenn im Endeffekt aber erst gelernt wird, wenn die Arbeit getan ist, dann wissen wir, dann wird nicht gelernt. Ja, so, und damit sind wir nicht gut vorbereitet auf die Zukunft. Und das ist so, ich glaube, das ist so dass die Quintessenz vielleicht, wenn das am Freitag rauskommt, dass wir da eine Idee haben, wie wir das besser zusammen gestalten können, dann haben wir echt einen großen Schritt getan der Woche. Ralf, kann ich noch kurz einmal nachhaken? Für die Runde ist das bestimmt interessant. Ihr habt ja sehr viel Zeit und Gedanken auch schon reingesteckt in die Vorbereitung. Also wieso die Arbeitsumgebung ist auch an den Tagen. Also wo sind Touchpoints und wo können Ideen und sowas gesammelt werden? Genau, also wir sind in Vorbereitung, dass wir die einzelnen Themen, die Tage mit einem Day-In beginnen, wo wir uns austauschen, wo wir uns dann, wir haben ein Conceptboard für uns auch vorbereitet, dass wir alle überall drauf können und wo wir an diesem Conceptboard auch gemeinsam arbeiten können. Und es wird ein Day-In geben, es wird am Abend ein Day-Out geben, so dass wir da gut im Austausch sind. Das Thema asynchrones Arbeiten ist unter Tag, was sein kann, sodass wir jeden Tag wird unter einer Überschrift stehen, den wir dann entsprechend anteasern und auch dann am Abend abschließen. Soweit. Danke dir. Gerne. Super, danke. Habt ihr das Gefühl, ihr habt, ich würde nochmal an dich die Frage stellen, hast du das Gefühl, dass du noch was ergänzen möchtest oder sonst würden wir die letzte Woche abschließen? Ich glaube, das wird sich jetzt alles entwickeln. Ich glaube, bis in 3 Wochen haben wir das meiste vergessen. Darum kommt das an dem Montag wieder gut auf und dann starten wir da frisch in diese letzte Woche hinein gemeinsam. Ja, wir erinnern ja auch immer noch mal die Woche davor, den Freitag, was kommt, die darauffolgende Woche und schalten die Homepage frei, wo die Leute ja auch nochmal wieder sehen können, was kommt konkret an Terminen und an Inhalten und sich wieder gedanklich das nächste Thema vorbereiten können. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit und fürs Teilen. Ich habe auch schon gesehen, im Chat ist zwischendurch auch mal die Frage aufgepoppt nach, wie man lernen kann, synchron und asynchron. Und da wurden auch schon Links geteilt von der Sandra zum Miroboard und auch zu der Homepage, die ich gerade eben erwähnt habe. Und da kommen wir dann auch ganz gut zu dem Thema, sehr passend wie man sich austauschen und miteinander vernetzen kann in dem ganzen, während der ganzen MOOC-Zeit. Und das präsentiert euch die liebe Sandra. Genau. Es geht ja in dem MOOC nicht unbedingt nur darum, dass man eben allein in seinem stillen Kämmerlein sitzt und dann für sich lernt, ne, sondern es geht ja auch immer darum, dass man das Gelernte teilt. Weil so, sage ich mal, bleibt es ja auch am eigenen Hirn besser haften. Und deswegen wollen wir natürlich auch anregen, dass ihr alles, was ihr während dieser 4 Wochen lernt, eben auch entweder in LinkedIn postet oder auf Kolon Social in Mastodon oder ihr nutzt auf kolon.de auf dieser MOOC-Seite oder jeweils auf den Unternehmensseiten die Kommentarfunktion unten. Also dass ihr auf jeden Fall überall postet und schreibt und eure Gedanken teilt zu dem, was ihr gelernt habt. Vielleicht auch Fragen stellt, sodass eine Diskussion zusammenkommt. Benutzt immer, wenn ihr das irgendwo macht, den Hashtag CLMOOC24. Das ist wichtig, damit man das dann eben noch gut zusammenfinden kann. Wir versuchen dann alles, was wir so finden können, dann auch nochmal so ein bisschen zusammen zu posten, dann in einem Blogbeitrag pro Woche, sodass ihr eben immer auch ein bisschen informiert seid, was die anderen eigentlich gerade da so treiben. Das ist schon mal Punkt 1. Sharing is caring. Wir haben, und das wurde heute ja schon mehrfach erwähnt, ein Miroboard
gebastelt. Und dieses Miroboard soll auch eine Art Dreh- und Angelpunkt für das Thema Vernetzung sein. Denn dort habt ihr die Möglichkeit, ich teile es auch gleich, dass ich es nochmal konkreter zeige, eben ein kleines Kärtchen anzulegen mit eurem Namen, mit eurem Bildchen meinetwegen und auch einen Link zu zum Beispiel eurer Website oder eurem LinkedIn-Profil, dass man eben auch sieht, wer ist denn eigentlich dabei, mit wem könnte ich mich denn zu bestimmten Themen einmal austauschen. Den Link poste ich gleich nochmal im Chat für alle, die jetzt ein bisschen später reingekommen sind, damit ihr den alle jetzt frisch nochmal habt. Und teile auch gleich mal das Board, Sekunde, damit ihr nochmal seht, wo ich eigentlich gerade bin. Bitte teilen, macht Spaß. So, jetzt müsste es langsam bei euch zu sehen sein. Und ihr seht jetzt schon das wilde Gewusel von allen Menschen, die jetzt gerade auf dem Board sind. Wenn ihr dieses wilde Gewusel nicht wollt, vielleicht schon mal der erste kleine Tipp, gibt es hier dieses Hide Collaborators Cursors oben in dem Menü. Wenn man da draufklickt, sind die ganzen Links, also die ganzen beweglichen Dinge der anderen schon mal weg. Das hilft für den Moment jetzt vielleicht auch gerade wirtschaften. Ich erkläre kurz was zum Board. Die meisten von euch werden vielleicht auch schon mal auf so einem Board gewesen sein. Ich gehe jetzt im Moment erstmal darauf ein, was wir uns überlegt haben für Inhalte auf dem Board und zeige dann auch nochmal so ganz kurz, wie man sich überhaupt in dem Board zurechtfindet für diejenigen, die das jetzt vielleicht doch noch nie gemacht haben. Wir haben hier in der Mitte immer unsere Vernetzungsfläche und ganz oben auch nochmal eine Art Leitfaden für diejenigen, die es eben nicht so gut kennen, dass ihr euch hier nochmal Anregungen holen könnt, wie das überhaupt funktioniert hier mit diesem Board, wie man sich bewegt und so weiter. Hier haben schon ganz viele ihre Karte ausgefüllt, da freue ich mich total. Also ihr seht schon, ne, man hat immer ein Bildchen und dann vielleicht einen Link zu LinkedIn-Profilen, wie das alles funktioniert. Findet ihr die Beschreibung oben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne am Ende dann vielleicht auch noch ein bisschen da bleiben, dann erkläre ich es vielleicht auch noch mal genauer für diejenigen, die sich da noch ein bisschen unsicher fühlen damit. Wir haben hier in der Mitte auch eine wunderbare Weltkugel hingebastelt, die verlinkt zu einem anderen Tool, und zwar zu einem Padlet. Und in dem Padlet ist eine Map, quasi eine Landkarte abgebildet, in der ihr euch auch hinpinnen könnt, da wo ihr eben wohnt, wo ihr seid, wo ihr arbeitet. Das zeige ich aber gleich noch. Aber das findet ihr dann hier, wenn ihr auf dieses Symbol klickt. Haben auch einige von euch schon gemacht, freue ich mich auch. Was wir noch haben, seit heute quasi, gibt es auch Cola und Coffee. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Mystery Mice, diese Mystery Coffees. Da kann man sich registrieren und wird dann halt mit irgendwelchen Menschen zufällig gematcht, die auch da registriert sind, in unserer Colon-Gruppe sozusagen, und kann sich dann halt für ein paar Minuten mit denen jeweils austauschen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr hier bei der Kaffeetasse euch mal da registrieren und gucken, was passiert. wir haben uns gedacht, dass vielleicht man ja nicht so weiß, wer bei welcher Woche dabei ist, weil das ist auf jeden Fall so, nur wenn ihr natürlich Zeit und Lust habt, seid dabei. Und wenn ihr keine Zeit und keine Lust habt, dann seid eben gerade mal nicht dabei. Es ist alles hier überhaupt kein Zwang. Alles kann, nichts muss. Aber dass man ungefähr weiß, wer bei welcher Woche dabei ist, könnt ihr, wenn ihr mögt, einfach euer Kärtchen von hier drüben duplizieren und dann eben in die jeweilige Woche packen. Also hier zum Beispiel Woche 1, Spirit Link, haben schon ganz viele Menschen oder einige ihr Kärtchen hingeschoben, dass sie in dieser Woche aktiv sein werden. Dann kann man vielleicht mal gucken, Mensch, ach hier, jetzt kommen wir gleich ran. Die Wiebke zum Beispiel, die will in Woche 1 mitmachen, finde ich spannend, LinkedIn-Profil angeklickt und dann kann man sich mit Wiebke mal vernetzen und ihr vielleicht schreiben, Mensch, Wiebke, wie empfindest du denn gerade die Woche 1 zum Beispiel? Als eine Idee. Also fühlt euch hier völlig frei, alles zu teilen, was ihr hier schon teilen möchtet, und wer mir immer die Stickies verschiebt, kriegt eine rote Karte. Ich schiebe das dann nachher noch an die richtige Stelle. Wieder zurück. Dieses Chaos! man kann auch Reaktionen setzen. Das vielleicht auch noch. Das gibt es hier oben bei dem Konfetti. So. Und Herzen. Ah, wie schön. Hier auf dieser rechten Seite gibt es dann nochmal die Infos auch zum MOOC, nochmal so ein bisschen zusammengedampft. Zum Beispiel den Teams-Link. Wir wollen im Grunde immer den gleichen Teams-Link nehmen. Den ihr heute genommen habt, der soll im Grunde für den ganzen MOOC gelten, auch für jeden Termin, der in unserem Rahmen jetzt hier festgelegt wurde.
Vielleicht kommen noch ein paar eigene Termine zusammen von den UnternehmensvertreterInnen, aber ich meine nicht, ne? Ihr nehmt alle, glaube ich, unseren Link. Da könnt ihr mir gerne noch mal reinrufen, wenn das anders sein sollte. Ralf, vor allem bei euch. Bei TK, ihr nehmt auch nur unseren Link, oder? Ja, machen wir auch, klar. Perfekt. Dann habe ich, glaube ich, alle gefragt. Wir haben also nur einen Link und das macht es doch schon mal super praktisch. Also speichert ihn euch, den euch irgendwo hin. Und hier ist eben dieser Überblick auch nochmal gegeben. Ne? Was ist in Woche 1? Das sind immer die, die jede Woche gleich sind, ne? Kickoff- und Abschlusstermine, immer montags und freitags. Und dann gibt es ja noch zusätzliche Termine, die die Unternehmen anbieten, die eben auch live stattfinden, die wir auch aufzeichnen, falls man doch mal nicht kann. Ne? Das kann ja immer mal passieren. Da sind die Termine hier auch nochmal jeweils angegeben. Und ihr seht schon, ich habe die Termine noch nicht von allen. Also habt noch ein bisschen Geduld. Wir fangen mit Woche 1 am Montag an und dann kommt auch der Rest noch so nach und nach. Die Corporate Learning Community Sachsen, zu der ich auch gehöre, wir bieten zwischendurch, beziehungsweise eins zwischendurch und eins danach, auch nochmal kleine Meetings an. Wenn ihr Lust habt, kommt gern dazu, damit wir uns auch nochmal austauschen können. Und ganz am Ende wollen wir eine kleine Co-Writing-Session machen, also gemeinsam quasi an unseren Learnings schreiben, während wir gemeinsam im Zoom sind. So, ich mache das nicht, nee, ich mache es mit Teams. Ach, verdammt, ich wollte gerade sagen, das mache ich aber wirklich mit Zoom, aber nein, ich habe auch dafür einen Teams-Link angelegt. Genau, also das findet ihr hier. Hier habt ihr auch nochmal die Webseite verlinkt, die ganz wichtig ist, ne? Unsere colearn.de, CLMOOC24-Website, die Ausgangspunkt ist. Dort findet ihr eben immer die Links zu allem, auch das Link, den Link wiederum zum Miro-Board zum Beispiel. Und für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, es wird auch auf dem Corporate Learning Camp, das ja dann auch im März stattfindet, quasi fast direkt im Anschluss, eine Abschlusssession geben. Also da wollen wir auch nochmal unsere Learnings teilen. Also meldet euch auch gern zum Corporate Learning Camp an. Da gibt es den Link hier nochmal für euch. Extra nochmal ganz groß hingeschrieben, nutze immer den Hashtag CLMOOC24. Wie gesagt, sonst finden wir uns ja nicht zurecht. Genau, das ist jetzt erstmal der Überblick über das Miro-Board. Falls jemand jetzt direkt spontan eine Frage dazu hat oder eine Idee, was man noch ergänzen sollte, dann immer gerne. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ich würde nur gern vielen Dank sagen, Sandra, für die geile Vorbereitung. Bitte gern geschehen. Thomas, das erwärmt immer wieder mein Herz. Genau, also wir, glaube ich, haben ganz viele Punkte, an denen man eben so in die Vernetzung kommen kann, an denen man sehen kann, wer so alles dabei ist. Wie gesagt, die Colearn-Seite selber, die ich jetzt auch gern nochmal teilen mag, einfach damit wir nochmal kurz sehen, wie das mit den Kommentaren gemeint ist. Jetzt sind wir wieder auf der Webseite. Ihr müsst jetzt auch sehen. Ich habe jetzt hier übrigens zu Spirit Link zur Seite schon verlinkt in der Zwischenzeit. Und wenn ihr hier ganz runter scrollt, nach dem Datenschutzhinweis, gibt es hier dieses, sage ich mal, Kommentartool, das ihr jederzeit verwenden könnt. Ihr müsst euch dazu allerdings auch anmelden oder registrieren dort bei Discuss, ist das, glaube ich, ne? Genau, hier steht es ja auch, Discuss. Und dann könnt ihr hier eben auch fleißig mitdiskutieren oder eure Fragen stellen und so weiter. Also wir werden das auch ein bisschen im Blick behalten immer, ne? Also falls hier Fragen kommen, nutzt gerne diese Gelegenheit, dann versuchen wir das auch hier zu beantworten. Und das soll im Grunde auch am besten der Hauptkanal sein, ne? Dass ihr hier jeweils bei den jeweiligen Seiten, ich klicke einfach mal kurz auf die Spirit-Link-Seite, aber möglicherweise verliere ich euch dann wieder. Seid ihr jetzt mit zu Spirit-Link gehüpft? Wahrscheinlich nicht. Doch, ist schon alles da. Doch. Ah, perfekt, sehr schön. Genau, das ist die Spirit-Link-Seite. Und auch da gibt es halt dieses Discuss drunter. Also ihr könnt dann eben auch direkt zu der Spirit-Link-Woche hier diskutieren oder Fragen stellen oder eure Learnings teilen. Also nutzt gern die Gelegenheit, dieses Tool hier auch mit zu benutzen. Genau. So, fühlt sich jetzt noch jemand irgendwie allein? Ich hoffe nicht. Nicht allein, aber Sandra, lass mich noch eine Ergänzung machen. Gerne. Du hast vorhin kurz angesprochen, es gibt noch eine Ergänzungswoche. Und wenn die 4 MOOC-Wochen vorbei sind, dann gibt es noch die Gelegenheit, so dieses Thema Peer-Learning mal größer zu denken.
Und da haben drei Unternehmen so eine Initiative gestartet, die alle, wie Christian Kaiser vorhin schon angedeutet hat, so diese Lex-Idee nachmachen. Also eine Plattform bereitstellen, auf denen Mitarbeiter und Externe praktisch ihr Wissen teilen können und jeder kann es abrufen. Und die Frage ist jetzt, muss das im Unternehmen bleiben oder könnte man das sogar über die Unternehmen hinweg anbieten für alle? Und darüber wollen wir mit euch mal diskutieren. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dieses Thema Peer Learning mal so richtig groß zu machen. Also nehmt euch die drei Tage danach noch ein bisschen Zeit, dass ihr ab und zu mal reingucken könnt. Drei Tage deshalb, weil danach beginnt das Corporate Learning Camp und da wollen wir es dann auch abschließen. Danke. Genau. Der Start dafür ist dann auch, wir machen ja so eine Abschlusssession am 18.03. wird der MOOC nochmal beendet quasi offiziell. Ja. Und dort wird auch die Einführung zu dieser Peer-Learning-Special-Woche sein sozusagen. Also seid da auf jeden Fall alle gern dabei am Montag, den 18. Auch wieder 13 Uhr. Genau, eine Kleinigkeit haben wir noch, falls ihr euch vielleicht auch mal räumlich vernetzen wollt. Wir haben im Board ja diese Weltkarte mit dem Padlet, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ich möchte es nur mal ganz kurz zeigen, weil wir vorhin schon so ein bisschen ein paar Fragen dazu hatten, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Also wenn ihr abspringt vom Miro-Board ins Padlet, in die Map, kommt ihr auf dieses Überblicksbild von unserem, ja, von der Welt. Und ihr habt hier unten rechts dieses kleine Plus-Symbol. Da klickt ihr drauf, gebt euren Ort ein und klickt dann auf Enter. Dann findet ihr den Ort dazu. Ich mache jetzt mal, ich komme aus Radebeul. So, nehmen wir jetzt einfach mal Radebeul. Enter. Und dann öffnet sich hier so ein Kärtchen. Und dieses Kärtchen könnt ihr ein bisschen gestalten. Also ihr könntet hier zum Beispiel hinschreiben, Sandra aus Radebeul, damit man auch weiß, was ist jetzt hier Radebeul, wer soll das sein? Dann könntet ihr hier unter Dokument hochladen, auch ein Bild hochladen. Ihr könnt einen Link hinzufügen, hier auch noch ein bisschen Text hinzufügen. Also tobt euch da ein bisschen aus, dann klickt ihr auf Veröffentlichen. Und dann erscheint diese Karte hier zum einen eben auch hier drüben mit. Da habe ich schon einige, die sich hier eingetragen haben. Sehr schön. Aber eben zum anderen auch hier ein räumlicher Pin. Und wenn ihr dann seht, oh, hier in Berlin gibt es vier Leute, muss ich ja gleich mal gucken, wer das ist. Dann könnt ihr halt schauen, wer diese vier Menschen sind. Das fanden wir eine fluffige Idee und wir hoffen, ihr habt da Spaß dran, euren Pin zu setzen. Aber vielleicht noch eine Empfehlung der Redaktion quasi aussprechen. Reserviert euch Zeit in eurem Kalender zum Lernen und zum Teilnehmen und tragt euch die Termine, die Start- und die Endsessions der Wochen in euren Kalender schon mal ein, dass ihr die Zeit habt, Zeit zum Lernen quasi. Reserviert ihr euch. Genau, und dann könnt ihr all die schönen Dinge wahrnehmen, die Sandra gerade präsentiert hat. Aber dann habt ihr das einfach schon mal für euch reserviert. Finde ich auch immer gut, ne? Karl-Heinz hat das letztens auch so schön gesagt, was im Kalender, wenn es im Kalender steht, Gesundheit. Irgendjemand hat ja Schnupfen. Wenn es im Kalender steht, findet Lernen auch statt. Und wenn man es eben nicht im Kalender schreibt, findet es auch nicht statt. Deswegen blockt euch ein bisschen Zeit im Kalender. Im Grunde habt ihr jetzt alle Informationen, um wirklich gut in den MOOC zu starten, hoffen wir zumindest. Also wenn jetzt noch spontan eine Frage kommt oder ihr irgendwie unsicher seid, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, die Frage natürlich zu stellen. Und im Anschluss wollen wir für diejenigen, die Lust und Zeit und eine kleine nochmal Runde machen, dass ihr euch vielleicht in kleinen Lernzirkeln zusammenfindet, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wo man weiß, okay, ich bin jetzt mit vier Leuten immer zusammen und treffe mich, was weiß ich, wie oft, man muss das ja gemeinsam ausmachen, dann hat man so ein bisschen, sage ich mal, einen kleinen süßen Lerndruck und manchmal macht es eben auch einfach mehr Spaß. Also für diejenigen, die in Lernzirkel wollen, die bleiben gern noch, der Rest kann entweder noch eine Frage stellen oder darf auch gerne sich verabschieden.